Jawoll! Das ist hier ein sehr geheimer Spot, habe ich gehört. Ja. Oh, das war doch dein, du. Die ist gesperrt. Wen hat er richtig weggeschlürft, Leute? Boah, da haben wir noch einen. Moin Moin Leute, nice, dass ihr wieder am Start seid. Und warum sage ich heute mal wieder Moin Moin? Es geht nach Hamburg, denn ich fahre zu Ziel Zebko-Jurp. Zebko-Jurp. Ich freue mich jetzt jedenfalls mächtig darauf, die Jungs kennenzulernen und ob er es tatsächlich schafft, mich zu meinem ersten Hamburger Zander zu führen. Der Superstand für Zander. Leute, 4 Stunden später und schon sind wir da. Mal gucken, was hier so abgeht. Moin! Moin! Na, alles gut bei dir? Ja, logisch. Cool. Das ist Olli. Olli. Olli von Zebko. Jo, komm mal. Danke. Fang mal ganz unten an in der Etage. Also jetzt hat mich Olli in die Heiligenhallen geführt. Zu Zebko gehören ja unfassbar viele Marken. Das kann ich euch jetzt einfach nicht alle sagen. Ich weiß ja auch nicht. Aber wenn wir uns jetzt hier einen Köder raussuchen müssen, mit dem wir nachher auf Zander fangen. Dann suchen wir den mal raus. Einen Köder, mit dem ich nachher auf Zander fange, wo du sagst, in den hast du volles Vertrauen. Die Paddler kennt man ja schon mittlerweile so ein bisschen. Obwohl, falls du durchsuchst, wir nehmen den eine Nummer kleiner. Ja, sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Na, ich habe ja gehört, das mit Zander und Else und so hat noch nicht so gut geklappt, ne? Schwierig, schwierig. Hier in Hamburg. Übel. Hoffen wir, dass das heute was wird. Ich kann nichts versprechen, aber der Köder könnte dabei helfen. So. Gerade das Design. Den einen nehmen wir mal mit. Den angle ich dann aber auch aus. Hi. Genau. Ja, hier halt Weltzeug und sowas, ne? Weltzeug. Ich sehe, du bist begeistert. Schon mal Welts gefangen? Habe ich schon mal gefangen. Hab schon mal gefangen. Sehr gut. Mega neu, ey. Falls du mal Kampfmangel gehen willst. Jetzt hier aber keine Werbung. Ja, aber da ist dieses Robin Red Zeug drin. Die fangen mega. Lange da Robin Red drin ist und nicht Robin Illner. Okay. Das ist ja noch. Lange da ganz klein haben wir den mal reingebröselt. Ja, Robin Red habe ich früher in meine eigenen Bolzen gemacht. Das ist auf jeden Fall einer der besten und wichtigsten Stoffe. Ich habe ja früher auch 4 Karpfen gehabt. Genau, hier ist so nice. Weißfischangler-Zeugs, ne, und da so. Meeresangeln. Genau, also alles quasi. Alles da. Alles da. Aber wir nehmen nur. Wir brauchen nur den. Alles klar. Ja, hier bricht ein bisschen Panik aus gerade. Die Jungs wollen ans Wasser. Wir haben keine Zeit. So sieht's aus. Fahr die Systeme runter. Und danach fährst du das Angelsystem hoch. Genau. Sehr gut. Wir ziehen jetzt los. Genug geschnackt. Jetzt geht's nämlich an das, was wichtig ist. Angeln. Also wir sind jetzt gerade praktisch ein paar Meter gefahren und warten jetzt auf die Schleuse zum richtig geilen Spot. Ja, diesmal habe ich 2 Vollprofis dabei. Naja. Von Fox. Wollen wir nicht. Ja. Genau. Wir fischen auch nur den Pro-Chat heute. Genau. Mission ist ja eigentlich heute Felix seinen ersten Elbzander zu bescheren. Aber erstmal auf Rapfen hast du gesagt. Ja. Was ist jetzt hier eigentlich mit der Schleuse? Ja, Jan, das würdest du da mal kurz anrufen bei der Nummer? Du, ich habe leider kein Guthaben mehr. Also nicht bei Fox anfangen. Nee, da gibt es noch weniger Geld. Wir stehen hier vor der Ellerholzschleuse und die hat schon relativ lange zu. Da stehen Boote drin und ich wollte mal fragen, ob die irgendwie vielleicht defekt ist oder so. Oder ob das normal ist, dass das gerade nicht aufgeht sozusagen. Ja, rote Lampen, richtig. Die ist gesperrt. Oh, beide gesperrt. Die Schleuse ist gesperrt. Hier in Hamburg habe ich inzwischen gelernt. Danke, Angelo. Das machen wir mit kleinen Gummis. Aus sehr gut auf Land angeln kann. Dann hauen wir den direkt in den Strudel da rein und gucken mal, was passiert. Also auf jeden Fall sehr romantisch hier. Ich habe leider die Teelichter vergessen. Was Kleines, sagst du? Was? Fisch? Janus? Gibt's ja gar nicht. Der ist gerade erst ausgeworfen. Geht? Oh, gar nicht so schlecht. Nee. Jetzt aber. Jo. Ja. Jawohl! Vielen Dank! Mann, Einwurf! Einwurf, erster, das war aber Glück jetzt. Ne? Das ist kein Riese jetzt, ne? Aber den ersten Rad haben wir schon mal. Alter, mega! Ja, so kann das weitergehen. Und gleich in die Räuchertonne. Ja. Der Faulenzen. Wie die Geier.
du, krass, ey. In der Kulisse kriegst du ja schnell. Schöner, kleiner Kopf. Juhu. Ja, sauber. Absolut geil. Dankeschön. Nicht der größte, aber immerhin geht hier. Ja, was soll's. Ja, cool. Aber er ist viel zu klein. Juhu. Ja, sehr schön. Das freut mich mal. Ja, will ja auch. Vielen Dank. Alle wieder heiß machen. Ja. Dem ist das egal, der braucht nichts von. Perfekt genug. Du hast schon wieder ein? Ja. Alter. Besser, ne? Ja. Leute, was ist denn hier los? Schlecht mit den Rufen. Ja, Rapfen. Rapfen? Ja. Wahnsinn. Alter! Ja. Alter, Digga! Was für eine Maschine! Und er auch gleich. Boah, da haben wir noch einen. Boah! Jawohl! Alter! Keine Scheiße, Alter! Ja, Mann! Guter Anfang, der Anfang ist gemacht. Absolut geil! Hey, Fisch auf Fisch, Leute! Ja. Aber sehr geil! Danke jetzt schon mal, Jungs! Ja, aber der könnte sofort wieder rein. Komm, rein! Sehr geil. Fischflossen. Läuft. Furios. Die Schnur ist jetzt gut verlegt, oder Janis? Ja, doch, genau. Wir können mal richtig loslegen, würde ich sagen. Also es war jetzt die Kür und jetzt genau. Kommt die Pflichtjung. Aber zeigt dir mal kurz, womit ihr gerade gefangen habt. Sowas hier ist das halt alles. Ne? Das sind so kleine Gummis. So ja, 3 bis vielleicht 5 Zentimeter oder so. Das funktioniert gut. Man kann auch ganz normale Twister nehmen. Aber man staunt, dass so kleine Gummis so große Fische fangen. Ja, da man staunt immer wieder. Ah, herrlich. Das ist hier ein sehr geheimer Spot, habe ich gehört. Also Leute, nicht weiter sagen. Das Ding hier, nicht genau. Weiter sagen. Bitte. Ansonsten müsst ihr einfach mal ein Guiding buchen. Dann, ja, genau. Dann kriegt ihr den Spot verraten. Zum Beispiel könnt ihr den Angelo mal anrufen. Ich wohne erst seit einem Jahr hier und Angelo hat mir den Hafen so ein bisschen gezeigt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wie oft verfährt man sich hier so am Anfang? Bei meinem allerersten Mal, ich war übrigens auch mit Angelo hier im Hafen, sind wir auf Grund gesessen. Echt, ja? Ja, ja. Ah, sehr gut. 6 Stunden warten, bis die Kühe kommen. Quatsch. Ja, ich hatte das Boot eine Woche oder so. Ich war völlig unerfahren und völlig überfordert. So, und den Gummifisch, den habe ich ja mitgenommen vorhin aus dem Showroom. Das ist derjenige, ja. Welche. Hoffentlich. Ja, lass uns mal überraschen. Ich habe ja jetzt nur den einen von dir. Wenn hier so 3 neongrüne Gummifische durchtreiben, jetzt haben wir ja auch denken. Was ist hier los? Boah, hier ist eine schöne Kante, ey. Boah, Fisch. Nein, ausgestiegen. Nein. Ist ja krass. Krass. War ein bisschen verpinnt, glaube ich. Ich verliere grundsätzlich alle meine großen Zahnmarken. Bin ich echt ein Experte. Auch immer die größten, die man verliert. Nee, wirklich. Nee, wirklich. Ja, sag ich ja wirklich. Kennt ihr das auch? Ja. Dann zurück mal was raus hier. Also, ich brauche auf jeden Fall einen schwereren Kopf. Ja. Fisch! Fisch! Oh, der Janis, ey. Yeah. Sehr geil. Erste Lachsklammer. Ich hab den Vertikalkopf dran gelassen, ne? Ein schöner. Ah! Herrlich! Das wollte ich übrigens nicht. Kommt gleich auf den Grill. Olli schmeißt den Grill an. Nachdem Felix 2 Fische verkloppt hat, das waren glaube ich bessere als derjenige hier, ist jetzt hier der erste Fisch. Ja, sehr so, gut. Sehr geil. Kommen wir mal wieder rein, ne? Würfe machen wir hier noch und dann können wir mal. Genau. Oh, jawoll! Alter! Jetzt kam er. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber kam auf Grund, ne? Ja, kam. Beim Jiggen. Das ist kein schlechter. Das sollte ich vielleicht doch auch mal mit Finger machen, ne? Fangen die an so zu spitzen. Also, Alter!
Und sehr schön. Gar kein schlechter Hammer. Alter! Meister! Es freut mich so tierisch, ey. Ist das geil? Hast du dir verdient. Richtig gut. Erste Alter. Hamburger Zander nach drei Jahren harter Arbeit. Geiles Ding, ey. Den hat er richtig weggeschlürft, Leute. Was soll ich sagen? Es war wirklich der eine Gummifisch, den ich mitnehmen durfte. Dankeschön. Und was für ein geiler Fisch. Ist das? Absolut Bombe. Und da es der erste ist aus der Elbe in Hamburg, und danke nochmal an euch beide, kommt der auf jeden Fall wieder zurück. Mega, wie geil die Flossen auch aussehen, oder? Einfach ein Hammerfisch. Absolut Bombe. Bam, Digga. Sehr schön. Geil, danke Digga. Euch, Männer. Cool. Ich habe hier nie einen Zander gefangen und war echt mit vielen krassen Leuten los. Ja. Jetzt kriege ich einen Gummifisch. Mit dem Fox-Team. Mit Team Fox. Und schon läuft es. Also es ist manchmal verrückt. Wirklich irre. Also fettes Danke schon mal. Moin, moin. Herr Böhmer. Moin, Angelo. Wir wollten uns nur mal für diesen Mega-Spot bedanken. Ich konnte meinen ersten Hamburger Zander jetzt endlich fangen. Boah, das war doch Zeit, du. Ich wollte, wie das geklappt hat. Und wer Angelo nicht kennt, das ist hier einer der beklopptesten und verrücktesten Angler in ganz Hamburg. Uferangler. Und der macht auch Bellyboot-Touren und sowas, ne? Bellyboot-Touren, Ufertouren, ja. Also der kennt hier wirklich jeden Zentimeter. Ja. Könnt ihr mal auschecken, ich hau euch den Link irgendwo unten in die Beschreibung. Angelo Böhmer, unbedingt merken. Wir gehen jetzt mal in den nächsten Spot. Da gibt's große Zander. Offenbar mal, ne? Und dafür viele. Hat Olli genau gesagt. Es war nicht lang, dafür besonders dünn. So, jetzt sehen, schweifen wir ab wieder zu Hamburger Themen. Die Taktik ist immer die, dass Olli uns erstmal vertikal über den Spot driftet mit seinem E-Motor und danach werfen wir den Spot ab. Aber so kriegt er einfach ein Gefühl kurz für die Kante und für die aktuelle Situation und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt weißt du, wie das vorhin ging. Aber dann wirst du auch gleich belohnt. Hoffentlich. Ja, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich bin happy. Wir dürfen ja quasi schon früher Feierabend machen. Danke, Chef. Die Angelmaschine. Was? Ein Barsch? Ja, hier sind Barsche. In unserer Steinpackung. Ach, hör doch mal auf. Das sagt ihr mir jetzt. Ich glaube, das ist ein Zander, Janis. Nee, ja, mach ihn mit der Hand. Ja, mach ihn mit der Hand. Ja, ne? Und jetzt kommt, wenn es jetzt ein 45er Barsch ist, dann. Nein, nein, doch nicht. Oh, schön. Schön garstig, der Kleine. Aber auch wieder ein schöner, maßiger Zander, ey. Wollte ich nur sagen. Sehr schön. Sehr geil. Ja. Also wir haben wirklich einen super Guide, muss man sagen. Echt. Er fängt keinen und führt uns ständig zum Fisch. Es knallt hier alle 10 Minuten. Wir stehen voll im Fisch. Ja. Ja, wieder. Ne? Der Paddler, das ist halt wohl die Farbe wieder. Ah! Alles, was grell ist. Genau, heute stehen wir auf grell. Ja, schöner Fisch. Herrlich. So. Am letzten Spot. Aber wir hatten jetzt hier 2-3 Bisse. Das ist eigentlich nochmal ein Fisch wert. Ja, finde ich auch. Oh nein, da war. Nein. Ja. Das war der beste. Mann, ist das so ein Spot hier nochmal. Ey, das ist wirklich krass. Fischt eigentlich genau neben der Steinpackung. Da ist eine Rinne und da. Also auch auf dem Echolot sind welche zu sehen. Aber ist eben so. So kenne ich Hamburg, Jungs, so kenne ich Hamburg. Hier ist die Rinne. Krass. Ist ja wirklich eine krasse Rinne. Also, was ist die? 6-7 Meter ist die Rinne und der Rest so 4 oder was, war? Stimmt. Gerade richtig erschrocken. Boah, das riecht hier so unfassbar lecker nach Schokolade. Das war's leider. Aber für euch gibt's gleich noch einen richtig fetten Preis, wenn ihr jetzt noch am Start seid. Fahre ja mich direkt nach Berlin. Guten Sitz habe ich ja. Oh, super, danke. Und das ist die Box, die sie verlosen, weil ich tatsächlich meinen ersten Zander gefangen habe. Und zwar dank euch. Auch nochmal. Alter, das hat geklappt. Nee, richtig geil. Peter, nice. Nochmal zum geilen Fisch. Dankeschön. Komm ruhig ein bisschen ran, ja. Ja, sorry. Den habe ich mir nämlich gemopst im Showroom. Und der eine hat es tatsächlich gebracht. Meinen ersten Hamburger Zander. Und deswegen gibt es für euch
eine riesen Box mit mega vielen, also sehr unfassbar viele. Janis, wie viele sind es? Das sind nicht alle Farben, weit nicht alle, aber es sind die gängigsten Farben, womit wir in der Elbe super Erfolge verzeichnen konnten. Also das sind die gängigsten Farben. Der hier auf jeden Fall. Damit solltet ihr auf jeden Fall Zander fangen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Und zwar war ich ja bei ZEPCO und die Jungs haben gesagt, ich kann mal mit einem ihrer Teamangler eine Angelsession machen. Und wie gesagt, das ist ja super nice und super geil. Ihr entscheidet, haut einfach rein, mit welchem Teamangler ich was machen soll. Und da fahre ich dann irgendwann hin, wenn wir uns zusammenfinden. Das Kommentar, was gezogen wird, zu demjenigen fahre ich dann. Also ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ansonsten kann ich mich halt nur wirklich für diesen geilen Angeltag bedanken. War mega. Ebenso, ey. War super, also wirklich nochmal, Felix. Geile Nummer. Sehr geil. Olli. Mega. Also was willst du mehr? War wirklich ein fantastischer Nachmittag mit euch beiden. Ja, ich habe mich auch gefreut. Super. Dankeschön. Denkt daran, Angeln ist mehr. Und in diesem Sinne, bis gleich. Ich treffe nicht ab hier, muss ich allein durch den Hamburger Hafen, dann mache ich noch eine Stunde. Ach ja, stimmt, Tank ist ja auch noch leer, läuft. Also wie viele Würfe hast du jetzt gemacht eigentlich zwischen dem Abriss und dem Abriss? Das Problem ist, du arbeitest in der Angelbranche. Es wäre besser, wenn du Kunde wärst.